Wenn auch du wissen willst, was passieren kann, wenn du deinen Hund zu lange schwimmen lässt, dann schau dir jetzt dieses Video an. Hallo liebe Hundefreunde, mein Name ist Desiree Scheller, ganzheitliche Hundetrainerin seit 2011 und ich freue mich, dich in diesem Video willkommen zu heißen. Heute geht es mal um das Thema Wasserrute. Aus gegebenem Anlass, da ist meiner Hündin Lia, als wir im Urlaub waren, war Lia bei einem Familienmitglied gut untergebracht. Es waren heiße Sommertage und sie ist dann mit Lia schwimmen gegangen. Lia ist eine extreme Wasserratte, muss ich dazu sagen, und die Urlaubsbetreuung kannte das Thema Wasserrute noch nicht. Und hat Lia dann auch einige Zeit im Wasser schwimmen lassen, bis sie dann irgendwann rauskam. Hier kann man Lias Wasserrute sehr gut erkennen. Ganz typisch dafür ist an der Schwanzwurzel die Rute abstehend und dann schlaff herunterhängend. Zuerst dachte Lias Hundebetreuung, sie wäre gestochen worden oder sonstiges. Weil Lia auf einmal so ganz komisch ihr Hinterteil bewegt hat und ihre Rute nicht mehr hochgehoben hat. Da sie das Thema Wasserrute noch nicht kannte, lag halt diese Vermutung des Stiches halt näher. Bis wir dann letztendlich, also sie hat mich dann kontaktiert im Urlaub und ich habe sie gefragt, ob sie schwimmen war. Und wir kamen dann sehr schnell darauf, dass Lia eine Wasserrute hat. Was ist jetzt eine Wasserrute? Eine Wasserrute ist eine Verstauchung der Schwanzwirbel, woraus dann eine Entzündung entsteht. Und wie entsteht diese Verstauchung, fragt man sich jetzt. Du musst dir vorstellen, dein Hund benutzt seine Rute während des Schwimmens wie ein Ruder. Das heißt, die ganze Zeit, während dein Hund schwimmt, ist seine Rute die ganze Zeit in Bewegung. Ja? Wie ein Ruder bewegt der Hund seine Rute die ganze Zeit, kontinuierlich. Hier in diesem Video kann man jetzt sehr gut sehen, wie Lia die Rute die ganze Zeit nach links und rechts bewegt. Quasi wie so ein Ruder. Ja, sobald ihr Körper in Kontakt mit Wasser ist, hin und her und hin und her. Und durch diese ständige Bewegung und wenn dann noch zu kaltes Wasser dazu kommt, also diese kalte Umgebung, die fördert diese Verstauchung, diese Entzündung dann noch zusätzlich, dann kann es passieren, also ich meine, das ist eigentlich auch total logisch, man muss sich einfach nur vorstellen, man bewegt die ganze Zeit, also man hätte jetzt eine Rute und würde sich vorstellen, diese Wirbel da hinten, die werden die ganze Zeit in Bewegung, die ganze Zeit und durch diesen Druck im Wasser natürlich noch schwergängiger. Ja, das ist ganz klar, dass das irgendwann total überlastet ist, ja, und dann natürlich ja dementsprechend eine Verstauchung, eine Entzündung passieren kann. Es muss nicht sein, ja, dass das einem Hund passiert, aber es kann passieren. Deswegen ist es immer ganz wichtig, darauf zu achten, dass wenn ihr so einen Typ Wasserratte-Hund habt, dass ihr immer genügend Pausen einlegt während des Schwimmens. Ihn einfach wirklich zwischendurch rausholt, ihn mal an Land walten lasst oder einfach mal wirklich neben euch legt, damit er sich mal ausruhen kann, damit diese Überlastung nicht passiert. Denn diese Wasserrute ist wirklich, wirklich schmerzhaft. Ja, sie wird wirklich als sehr schmerzhaft von den Ärzten einkategoriert. Und der Hund muss dann wirklich circa eine Woche extremst geschont werden, ja, damit sich das wirklich wieder alles beruhigen kann. Es werden gegebenenfalls Schmerzmittel verabreicht, je nach Schweregrad der Wasserrute. Oder es werden auch Entzündungshemmer gegeben. Ja, damit sich das alles wieder viel schneller und besser akklimatisieren kann, erholen kann. Aber mindestens eine Woche Wasserverbot ist auf jeden Fall drin und generell Schonung im Alltag. Das ist ganz wichtig, damit sich das so schnell wie möglich erholen kann. So, deshalb von mir der Tipp an dich, achte in Zukunft darauf, dass dein Hund nicht zu viel auf einmal schwimmt und schon mal gar nicht in zu kaltem Wasser, ja? Um ihm einfach diese wirklich sehr schmerzhafte Prozedur zu vermeiden, also zu ersparen, besser gesagt. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch, damit du immer auf dem Laufenden bleibst für die nächsten Infovideos. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin dann!